Du hängst mit Valentine rum, was? Schön für dich. Niki ist einer von den Guten. Du weißt, was ich meine. Du meinst, er macht auch andere Sachen nachts, um die Menschheit zufriedenzustellen. Als Service-Roboter. So, dann ist die Akte geschlossen von dem und wir können das bei der Detektei ablegen. Beziehungsweise jetzt sprechen wir kurz mit Ellie und sagen der, wir haben den Mann gefunden, den Kopf. Ich schätze, wir sollten ihr alles erzählen. Miss Perkins. Habt ihr zwei rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Hackfleisch. Warum suchen wir noch gleich nach Earl Sterling? Naja, um für unsere Freunde vom Duckout Inn rauszufinden, was aus ihrem Kumpel geworden ist. Und um einen Haufen Kronkorken einzustreichen, wenn das erledigt ist. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Naja, ich kann sehr es schön garantieren, dass es besser wird. Aber wir hätten noch einen anderen Fall, falls du Interesse hast. Weißt du noch, Nick? Der Fall von Marty? Aber ja. Da ging es um irgend so einen bekloppten Plan, die Statue eines Grashüpfers zu klauen. Du kannst gerne mal reingucken, wenn du magst. Ist in der Akte auf dem Schrank da. Hey, darf ich dich mal was fragen? Klar. Stimmt was nicht? Naja, ich wollte so ziemlich dasselbe fragen. Es ist nur... All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Ja, mir geht's gut. Ha, du bist ein härterer Hund, als ich dachte. Härter, als ich war. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit, geht zum Sünd. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Hol Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Sünd, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen.
Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? So. Jack hat gerade gefragt, wie lange ich heute streame. Normalerweise streame ich bis 23 Uhr. Ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Nick ist nicht der Typ, der Leute stehen lässt, aber er ist allein. Darum bleibt hin und wieder was unerledigt. Der Marty Bullfinch-Fall. Marty war Nicks Partner. Betonung auf war. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Marty und ich waren nicht immer einer Meinung. Hauptsächlich, weil er ständig betrunken in irgendwelchen Bars rumlag. Ach komm, Nick. Denk an eure guten Zeiten. Was? Du meinst deine Kündigung? Hey, daran denke ich am meisten. Akte. Müsste unter den Universen sein. Das war aber nicht das Holoband. Ich hasse, dass du nicht das Aktuelle machen kannst, ne? Aber du kannst dich anzeigen, was hast du zuletzt aufgenommen. Da, Martys Holoband, das war das. Also war ich doch schon drüber. Find den goldenen Grashüpfer. Der Chat redet gerade über einen neuen Planeten im Sonnensystem, im 9. Ja, werden wir sehen. Ob da wirklich einer ist. Muss ich nachher mal online schauen. Ich sag nicht, das Ding hat kein Ziel. Oh, dafür habe ich jetzt zu schlecht dem Text zugehört. Tut mir leid. Um zu wissen, wo ich hin muss. Ah, da. Naja, wenn sie es mathematisch bewiesen haben, dass da ein Planet ist, dann wird es so sein. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich mathematisch bewiesen sein, dass da eine gewisse Masse vorhanden ist. Weil darum geht es ja letztendlich. Ob es ein Planet ist, wird dann ja noch irgendwie definiert. Ah, Faneuil Hall. Die Wiege der Freiheit ist zu einem Schlachthaus geworden. Weil es da ja auch schon das schwarze Loch, was uns fressen wird. Ein mikroschwarzes Loch. So langweilig.
Oh, Supermutanten sind hier. Wer hat das Licht ausgemacht? Noch kannst du weglaufen. Ja, wenn es nicht anders geht. Oh, hier wäre noch ein... Oh, wie ich's hasse jetzt schon. Sehr schön. Oder auch nicht. Und nein, ich will keinen Holzlöffel haben, ich will nachladen. Ah, der erste Kampf jetzt am Abend. Ach nee, komm schon. Ich wollte doch von der Granate wegrennen. Moment, da müssen wir was anders machen. So, entsperren wir den, dann können wir nämlich bestimmt die Roboter starten. Dann sollen die sich um die Supermutanten kümmern. Nicht mein Business. So kann ich dem Schieß mit der Waffe noch weiter aus dem Weg gehen. So, was haben wir? Wir haben Seed, Goes, Late, Some, Bla, Bump, Track. Bla oder Bump? Toll, einer stimmt bei Bump. Das B kann es nicht sein, das UMP, REK, Some, dann ist es Some? Ja. Schafft. Komm, kümmert euch um die. Du kämpfen, Feigling! Wird nun geschossen. Nächstes Mal besser kämpfen! Kacke, die haben die alle schon ausgeschaltet. Toll, ein Schuss und schon habe ich ein Problem am Kopf. Moment. Crit ausgeführt, erstmal nachladen. Alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ach, jetzt willst du plötzlich Sachen tragen, sobald es um Roboterteile geht. Aber vorher immer sagen, du willst nichts.
Kampfflinte, die weniger Aktionspunkte braucht, okay. Ja, warum sollst du auf eine Falle reagieren, ne? Warum bin ich nochmal hier drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie schön. Bald ich dich finden, Mensch. Jetzt weg. Schade. Nee, da geht's wirklich weiter. Okay. Okay, da unten ist nix. Die haben aber wirklich durch den letzten Patches die Grafik verbessert, ne? Ich hatte es gelesen. Danke, Nick, dass du mit deinem Körper den Feind abgewehrt hast. Beziehungsweise die Explosion. War wohl nichts gewesen. Und danke, dass du viele Geräusche machst. Tipp scheint jetzt im Chat immer mein aktueller Finanzberater zu sein, denn er erwähnt einfach, der spricht alle noch an mit, hey, du bist doch der Typ, der die und die Spende gemacht hast, oder hey, du bist doch der Typ, der die und die Spende gemacht hast. Ich hoffe einfach, wir sind richtig, ansonsten finden wir am Ende irgendeine Kiste, wo wieder irgendwas drin sein wird, was Spezielles. Wir haben ja schon die Kampfflinte gefunden, dann können wir damit glücklich sein. Oh, ein Computer. Terminal des Geschäftsführers. Teilnehmer werden zur Ruhe gebeten. Erweiterung des Vereinssatzes. Ach so. Sorry, da ist jetzt für meine Verständnisse nichts Interessantes drin für uns. Ich glaube, die sind einfach direkt über uns. Was wird da sein? Ich was. Menschenachs! Oh, kannst du weglaufen? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Heute kein Kampf. Was das? Das gar nicht da an sein. Diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen und niemand würde es bemerken. Ohren mir wieder spielen, Streich. Stehen, reden. Ja, wir nach Norden gehen, weit weg und jagen. Doch für Essen oder Sport? Beides? Ja, Bruder, beides. Dein Begräbnis. Na komm, mach sie platt. Nick. Oh.
Könnte immer noch Eier haben. Der olle Fleischsack. Genau, bleib einfach stehen an der Ecke. Ja, ja, ich weiß. Mir geht's nicht so gut. Ich grüße dich, neues Cyber im Chat. Oh, hab mich ganz schön erwischt. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Verdammt. So, da ging der Arm ab. Als wenn ihr weniger kämpfen würdet. Wirklich die letzte sein, die du siehst? Ach, scheiße. Du musst das nicht tun. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe, als ich die Waffenkonstellation mitgenommen habe. Was soll das denn? Wo ist denn jetzt hingegangen? Ich schieße auf den, der ist plötzlich weg, dann kommt eine Granate aus dem Nichts gefallen. Habe ich noch irgendwelche Waffen mit? Schnell ziehbar. So, die ist zwar nicht modifiziert, aber macht nichts. Was das? Ach, das war von der Falle wahrscheinlich vorhin, ne? Hm. Das stimmt. Da ist auch eine Falle gewesen. Geräusch, das sein wollte kein Kampf. Was das? Das Geräusch? Ja. Ausputz erledigt. Top. Top Schuss. Hallo, darf er sein? Hallo, darf er sein? Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Nichts gewesen. Was sei von Sternchen? So. Pass auf, wir sind wohl nicht allein. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Sollen nicht lang dauern. Da. Lass du erstmal rauskommen, Nick. Hä? Ach, neues Cyber. Danke fürs Abonnieren. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Abo-Hype. Abo-Hype, tut mir leid, ich kann mich nicht so sehr freuen. Dafür bin ich zu sehr im Schonungsmodus heute. Das hat nur das Ding getroffen. Hättest weglaufen sollen. Mensch, wir gewinnen, du sterben.
Teufel spricht. Lass das, du Sauhund. Genau, verbrenn dich doch bitte einmal selbst. Wenn wir jetzt verstecken? War's das? Ich sei ein Supermutant. Ich unaufhaltsam. Die Red-Kakerlake. Hat mich ganz schön erwischt. So, wo ist der nächste? Na komm. Guter Kampf, Mensch. Du gut sterben. Spring in die Luft. Der lebt ja immer noch. In die Kniescheibe. Und jetzt ohne Scheiß, der humpelt nur ein bisschen weg dann. Irgendwie bin ich heute auch im Kämpfen nicht besonders gut drauf. Ich glaube, gerade kommt noch mal ein ganzer Haufen neuer. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du bist Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang ich an durchzudrehen. Warum sind jetzt hier Raider-Psychos? Ich dich finden. Dich umbringen. Nein! Das ist dieselbe Falle gewesen. Ich bin noch zu blöd, die gerade zu sehen immer. Da ist sie. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Hier drüben! Wollen wir jetzt verstecken? Was ist das? Ja, das war jemand, der wahrscheinlich einfach mal hier geschossen hat. Mein Gott, halt doch einfach mal mehr aus. Es kotzt mich gerade ein bisschen an, waffentechnisch. Ja, fress doch mein ganzes Magazin. Ich habe das Gefühl, jemand hat meinen Schwierigkeitsgrad umgestellt. Ich glaube, die Raiders kommen von hinten, oder? Da geht's hoch zum Dach. Hier sind nochmal zwei Redaway drin. Was hast du noch so drauf? Auf jeden Fall scheint mein Kollege mit denen unterwegs zu sein. Da ist richtig, Enkelrod. Ein Teil der Einnahmen wird an Hitbox geschert und sobald, also solange ich nicht Partner bin mit Hitbox, sind das 50-50. Na toll.
Ach, guck mal, da ist der Marty. Er schläft bestimmt nur. Yeti, can you please don't erase, because everything's shaking here and everybody's able to hear it. Why you have to erase so much? Because it's a book of Lingling? The book of Lingling. The book of the Chinese sex goddess. Keine Sorge, Mann. Klären das für dich auf. Hey, wie sieht der Plan aus? Der Plan ist, ich gebe dir erstmal Schrott und dann sehe ich, scheiße, ich habe dir schon mal Schrott gegeben früher. Ach, du kannst nichts mehr tragen, das bedeutet, ich muss was wegschmeißen. Und das reicht nicht mal. Ach, guck mal, da ist der goldene Grashüpfer. Ich muss ganz kurz nochmal da eins zurück. Kommt der Begriff Touristenfalle gleich eine ganz neue Bedeutung. Hatten wir nicht hier noch irgendwas versteckt? Putzmittel? Oder irgendwas vergessen? Das ist ein Sturmgewehr Plus, aber... Ah! Ja! Begleiter erhalten dauerhaft plus 10 Gesundheit. Es ist irgendwie auch dunkler geworden im Spiel. Sollte aber alles hier gewesen sein.